Gang der Menschen im Leiden auf. Das zweite Thema mit tänzerischem Charakter stellt eine Art makaberen Tanz dar, fast wie eine Akzeptanz des fatalen Schicksals. Die Themen werden dann gemeinsam in einem doppelten Kontrapunkt präsentiert, in einem kontinuierlichen Crescendo der Orgel, das in einer dramatischen Coda in seiner maximalen Klangfülle explodiert. An dieser Stelle möchte ich noch Herr Breidenbach und der Evangelischen Kirchengemeinde Öhringen herzlich danken für diese Möglichkeit, hier heute zu spielen. Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie in die Musikregels eintauchen können, und vielen Dank.